ich habe keine Hose an. Herzlich willkommen auf Dynamites Live. Der Tag hat heute schon außergewöhnlich schön begonnen. Romina hatte mir geschrieben und sagte, ja, ich bin da. Ich so, wo? Ja, im Lande. Ich so, ja, cool, dann kommt vorbei. Dann war sie halt hier und dann haben wir Kaffee getrunken. Ja, wir haben uns jetzt dazu verabredet, zum Ikea zu fahren. Weil, hatten wir euch das schon gesagt? Ist auch egal. Wenn ich schon erzählt habe, dann erzähle ich es halt jetzt ein zweites Mal. Zwischen Schlafzimmer und Büro soll ein Ganzkörperspiegel hin. Das Ganze werden wir heute erledigen. Also wir fahren zum Ikea. Ich weiß nicht, was wir sonst noch kaufen werden. Wahrscheinlich, ihr kennt das ja selber, wenn man beim Ikea ist, dann kauft man ja immer irgendwas. Auch wenn man nichts kaufen wollte. Es ist einfach so. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob es euch genauso geht. Falls ja, was kauft ihr beim Ikea? So, ich bin jetzt auch am Start. Wir sitzen jetzt im Auto, wie man sehen kann. Da vorne hinter mir sitzt die liebe nette Romina, die da so schön winkt. Die Sandy ist gerade kurz bei der Bank drin. Holt ein bisschen Monettos. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Ikea. Ich habe keine Lust, Auto zu fahren. Deswegen sitze ich mal wieder daneben, wie gestern auch schon. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich kurz nach Ikea. Und danach wollen wir, glaube ich, bei KFC was essen. Und dann wieder nach Hause. So war bis jetzt der Plan der Pläne. Ist die Rentnermutti gehört, der richtig Party gemacht im Auto, ne? Jetzt kommt sie auch. Jetzt hat sie ihre Hände schon ums Portemonnaie drumherum. Das ist bestimmt schon so fett wieder. Ich habe gerade schon gesagt, du hast die Hände um dein Portemonnaie drum. Das ist bestimmt so fett, das geht sie gar nicht zu. Ich hab einfach nur Angst. Der wirst du überfallen. Was war denn? Du hast erkannt. Vergiss nicht zu aktivieren. Flüssig Seife. Hallo. Können wir über den Tisch machen? Ja. Wollt ihr Hallo sagen? Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Welche braucht man? Echt? Ja, du brauchst die, glaube ich. Na, aber nicht. Der größte. Als ob die so groß sind. Doch, hier für dich. Boah! Das sieht auch gut. Hallo, Mann! Ich hab die Haare schön, Letztes Mal hast du im Auto genervt, ja? Warum? 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 Wir kaufen alle bei Ikea. Jetzt gibt's lecker Crepe mit Nutella und danach gehen wir noch zum KFC. Ey Leute, ich habe echt noch nichts gegessen. Und Daniel holt sich gleich eine Waffel. Können ihr schon beim Crepe machen? Können wir so beobachten? Ich liebe das Geräusch. Ich liebe das Geräusch, wenn man Nutella isst. Sie fragt mich, viel Puder zu tun? Ich dachte ja. Haut auf. Ich habe zu ihr gesagt, lassen Sie mal ruhig ein bisschen schneiden. Yum, yum, yum. Yum, yum. Danke, Daniel. Für dich doch immer, Romina. Für dich doch immer, Romina. Quer, nein, nein. So. Einfach drauflegen. Und wie wird es jetzt nicht laden? Ja, ist doch jetzt egal. Sitz doch runter, mach doch direkt anders. Mach doch direkt, wie ein Mann das machen würde. Wie macht ein Mann das? Ja, nimm mal den Kopf auf jeden Fall schon mal ab. Die Männer trinken. Wie ein Mann das macht. Abendessen, mega gesund. Blieb, blieb, blieb. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. So, die Augen waren größer als der Hunger. Bei dir? Das ist übrig geblieben. Und auch noch der Kartoffelpüree. Ich kann nicht mehr. Und Daniel hat jetzt noch seinen Maiskolben. Ja, wir immer locker bleiben hier. Das ist sie. 14 verdammte Tage, die Street. Das ganze Leben lang. Ey, wir machen, was wir wollen. Groß. Fahr Jetski, fahre Kart, kauf eine Kette, zahle Bar. Tag für Tag, Fahr für Fahr. Spielen die Boxen, Mama, Hans.
tolle Wurst. Wir sind jetzt eigentlich zu Hause angekommen. Jetzt fängt es mega an zu pissen. Und wir müssen doch mal ein Auto leer machen. Und wir müssen das Auto leer räumen. Toll. Jo, übertreib! Mega, ne? Das Geile ist, wir haben jetzt hier WLAN. Und ich dachte, komm, mach mal Netflix an. Jetzt gucken wir hier. Boah! Ach du Heilige! Und du Heilige, wir stecken fest. Mittlerweile sind die Scheiben beschlagen. Es pisst und donnert und gewittert immer noch und wir stecken einfach vom Auto fest. Wir sind durch den Regen gerannt. Guck mal, wie nass Romina einfach. Das dreh ich mal um. Man sieht das an deiner Jacke besonders gut. Alter. Ich bin auch komplett nass. Und die Haare. Ey. Die Sachen haben wir jetzt auch im Auto gelassen. Sprich Spiegel, alles andere. Ich habe mich gerade mega schnell umgezogen, weil ich nass geworden bin. Jetzt stehe ich hier am Fenster und warte drauf, dass es blitzt. Heute gerade war übelste Blitz. Und ich liebe Blitz. Oh, hört mal. Oh, wie schön. Oh nein. Da hinten lockert sich es wieder auf. Ich könnte jetzt von mir aus ganz nah. Gut, dann können wir den Spiegel endlich reinbringen. Ich will aber Blitz und Donner. Endlich ein Spiegel. Ein ganz knappes Spiegel. Und schon fertig. Fertig. Romina fährt jetzt. Sag mal den Papa Tschüss. Sag mal Papa Tschüss. Der Spiegel ist voll cool. Na gut, wir sehen uns morgen. Tschüss. Morgen. Tschüss. Tschüss. Da Romina jetzt weg ist, werde ich mir, glaube ich, erstmal eine andere Hose anziehen. Also ohne Scheiß, schreibt das mal unten in die Kommentare. Kennt ihr das auch, wenn ihr nach Hause kommt, dass ihr entweder eure Hose komplett auszieht, also sowieso, dass ihr dann entweder obenrum, untenrum nackig rumläuft oder eben eine kurze Hose. Mache ich nicht, ziemlich. Puh, ich habe keine Hose an und ihr könnt es nicht sehen. Schöne Chillerbooks angezogen. Jetzt lässt es sich auch gut schneiden. Ich werde jetzt schneiden, damit ich morgen ganz viel Zeit habe für Freunde. Und du? Zum Duschen. Die Sandy fährt mein Auto aus dem. Aus dem Grund. Kommen wir nun zu. Dynamite. Dennis. Schön. Der heutige Dynamite des Tages auf Facebook. Scarlett. Jackisch. Ihr seid total süß zusammen. Könnt ihr euch stundenlang zusehen. Und egal, wie oft ich ein Video schon angeschaut habe, werden sie nie langweilig. Grüßt mich mal in eurem neuen Vlog, bitte. Ich hoffe, ich werde Dynamite des Tages. Hashtag Dynamite des Tages. Hallo Scarlett. Hallo Dynamite. Schöner Name Scarlett, ne? So hat nicht jeder, ne? Ist cool. Das stimmt. Und danke für deine ganzen lieben Komplimente. Mich freut es, auch wenn ihr euch mal denkt, Mist, das heutige Video ist wieder zu Ende. Fangt einfach wieder von vorne an. Fangt einfach an, euch alle Videos von hinten bis vorne wieder durchzugucken. Im Endeffekt? Ich meine, ich weiß ja nicht, vor allem viele sind von euch ja erst vielleicht auch erst seit kurzem dazu gestoßen. Wir haben den Kanal ja schon eine längere Zeit. Deswegen vielleicht einfach mal die alten Videos nachholen, damit ihr wisst, warum, wieso, weshalb. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch schon mal jetzt ältere Videos von uns geguckt. Ja. Also so ziemlich die ersten, ne? Ich muss sagen, also nicht, dass ich jetzt ein Profi bin, aber dass ich mich schon ein bisschen so gebessert, weil ich finde am Anfang, ich bin immer noch ein Spasti, ne? Aber so da war ich so richtig der Spasti irgendwie. Ist schon sehr, sehr witzig. Ja. Ich kann euch gerne mal am Ende des Videos oder auch einmal unten in der Infobox die Playlist einfügen. Da könnt ihr dann rein theoretisch gucken, von hinten bis vorne oder wie auch immer. Viel Spaß dabei, falls ihr euch noch nicht alles reingezogen habt. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Und schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das tatsächlich macht. Kommen wir nun zu... Bin ich voll aufgeregt. Dynamite des Tages auf YouTube. YouTube. Extra Konfetti-Bombe, warte. Mit Feuerzeug. Boah. Magic. Die heutige Dynamite des Tages ist Savina Diamantidu. Sie schrieb, ich liebe eure Videos. Ihr seid echt toll und witzig. Meine Frage, was ist momentan dein WhatsApp-Status? Erstmal du. Mein Schienbein hilft mir im Dunkeln Möbel zu finden. Mit einem Herz und das Herz ist für Daniel. Weißt du, bin ich dran? Ich weiß es gerade. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was bei mir. Aber hey, mein, das ist cool, ja? Ja, aber das ich weiß... Es ist tatsächlich so, abends, wenn ich aufs, also nachts, wenn ich aufs Klo gehe, ist mein Schienbein immer dafür da, um den Weg zu finden. Okay. Okay, danke, tschüss. Okay, danke, tschüss. Ja, oder ist er? Puh.
Spaß, bist du mit Spaß. Sein Status zum Frühstück: Blattgold auf die Smacks. Yeah! Und hat dahinter so eine Champagnerbulle und das Peace-Zeichen. Und ein Herz für dich. Und ein Herz für mich. Das ist zum Lied hier, zum Frühstück: Blattgold auf die Smacks von Denken Sie groß. Deichkind? Ja, genau, Deichkind. Zum Frühstück: Blattgold auf die Smacks. Voll geil! Ist das ein Lebensmotto? Ja, Mann. Wenn ihr schon am Montag Dynamite des Tages werden wollt, ist ja schon wieder Wochenende, dann müsst ihr dieses Video ganz fleißig kommentieren und auch auf Facebook. Und bitte die Facebook-Seite liken! Unbedingt! Bitte unbedingt, wir sind da viel zu wenig. Was mich mal interessieren würde, schreibt mal unten in die Kommentare euren WhatsApp-Status. Genau! Das würde mich mal interessieren. Genau, schreibt mal euren WhatsApp-Status unten. Ich finde das sowieso mal so interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Gerne könnt ihr diesen Kanal auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier oben werde ich euch die Playlist verlinken, wie versprochen, sodass ihr einfach mal von alt bis jetzt einfach mal gucken könnt. Ich meine, jetzt ist Wochenende, jetzt habt ihr sowieso nichts zu tun, also macht das mal gerne. Vor allem bei dem Wetter. Vor allem bei dem Wetter. Das bietet sich Leute, also an. Guckt euch also diese Playlist an. Wir wünschen euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Und bis Montag. Bis Montag um 18 Uhr. Ciao. Tschüss.